lieben Freunde, seid ihr auch so gespannt wie ich, wie das Märchen des Kalifen Storchen weitergeht? Eben haben wir den ersten Teil gehört. Und nach dem ersten Teil folgt der zweite Teil. Richtig. Da eilen sie nun dahin. Der Kalif Chasid und sein Großvezier Mansur. Durch die Toren der Stadt hinaus auf das Feld. Zu den sumpfigen Wiesen. Zu den Seen, wo die Störche sind. Oh, mein Herr, nicht so schnell, meine Füße sind schon ganz nass. Komm, Mansur, komm. Da vorne sind Störche. Lass uns von dem Pulver schnupfen und hinein in das Vergnügen. Herr, langsam. Wie war das noch einmal? Wie werden wir wieder zu Kalif und Großvezier? Dreimal gegen Osten neigen und Mutabor sagen. Ja, und auf keinen Umstände lachen. Wer soll denn schon als Tier lachen? Komm, Mansur, komm, da vorne sind Störche. Der Kalif schnupfte ordentlich von der Dose und sein Großvezier schnupfte auch. Dabei sprachen sie das Wort Mutabor. Und da passierte es. Oh, oh, meine Nase, mein Schnabel. Mein Kalif, mir wachsen Flügel. Und der Kalif schaute sich um und sagte nur, Mansur, ihr habt einen herrlich roten Schnabel. Und der Großvezier sagte, also, wenn ich es mir erlauben darf, ihr seid als Storch noch viel hübscher als Kalif. Da vorne sind Störche. Komm, lass uns unsere Kameraden belauschen und dann wollen wir doch einmal hören, ob wir auch wirklich storchig können. Schönen guten Abend, Frau Langbein. Guten Abend, Herr Klapperschnabel. Könnten Sie bitte etwas mehr die Distanz einhalten? Das ist ganz wichtig zur Zeit. Fräulein Klapperschnabel, bitte verzeiht. In meinem Alter vergesse ich so vieles. Ich muss es mir aufschreiben. Herr Klapperschnabel, was tun Sie denn hier? Ich wollte mir etwas zum Abendessen holen. Vielleicht ein Viertelchen Froschschenkel oder ein halbes Eidechschen. Möchten Sie auch etwas essen? Oh nein, nein, lieber Herr Klapperschnabel, ich habe überhaupt gar keinen Appetit, denn ich bin hier, um etwas zu üben. Ich soll heute Abend vor den Gästen meines Vaters tanzen und singen. Möchtet ihr mir vielleicht zuhören? Der Großvezier und sein Kalif mussten sich wirklich die Schnäbel zuhalten, denn sie fanden das zu komisch. Aber der Großvezier sagte zu seinem Kalif, auf keinen Umständen lachen. Nein, Herr, nein, 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 Herr. Der Storchentanz ist anders als der Tanz der Gans. Wir schnattern nicht, wir schreien nicht, wir halten stets das Gleichgewicht. Und
waschen unsere Flügel mit Schaum, da wir keinen Viren vertrauen. Und waschen unsere Flügel mit Schaum, weil wir keinen Viren vertrauen. Da hat es aber den Großvezier und sein Kalifen sowas von gepackt. Diese Langfüßer, oh, oh, das sind Störche, das sind Menschen, oh, diese Störche sind Menschen, weg, weg. Der Großvezier und sein Kalif, sie fielen sich in die Arme vor Lachen. So ein Spaß ist mit keinem Geld der Welt zu gewinnen. Oh, so kräftig haben wir schon lange nicht mehr gelacht. Da fiel es den beiden neuen Störchen wie Schuppen von den Augen. Sie haben gelacht. Ach, meinte der Kalif Rashid. Dieses dumme Wort. Also, sag doch einmal, Mansur, wir müssen uns doch nur dreimal gegen Osten neigen und dieses Wort sagen. Ja, richtig, Herr. Tun wir's. Der Kalif Storch und sein Großvezier stellten sich gegen Osten und sagten: Mu, Mu, Mu. Nicht geschah. Noch einmal: Mu, 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 Mu. Wir müssen Störche bleiben. Und ja, sagte der Kalif Storch, und wir müssen Froschschenkel und Eidechsen essen. Doch Mansur sagte: Auf keinen Fall. Als Mensch essen wir keine Froschschenkel. Aber Herr, lasst uns Fliegen üben. Denn was sollen wir als Störche? Und sie übten und übten, aber es war sehr schwierig. Und die Sonne ging dreimal auf und unter. Und dann sah die Sonne zwei wunderschöne Störche fliegen. Doch was sollten sie als Störche im Palast? Erstens würde ihnen niemand glauben, dass sie der Kalif und der Großvezier sind. Und zweitens, ich glaube nicht, dass die Menschen von Bagdad einen Storch als Kalifen haben wollten. Doch was sollten sie tun? Großer Rat war schwierig. Doch selbst in der bittersten Not verzweifelten sie nicht und glaubten daran, dass sie wieder zu Menschen werden. Und wie es weitergeht, meine lieben Freunde, das erfahrt ihr gleich.